Lieber Herr Professor Ockenfels, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für die originelle Begrüßung und Vorstellung. Man hört immer wieder was Neues über sich. Ein herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen von Ihnen, dass Sie heute gekommen sind. Sie hätten ja auch an diesem Nachmittag etwas anderes machen können. Gut, so schön ist das Wetter jetzt nicht. Aber das zeigt ja auch Ihr Interesse am Thema, Ihr Interesse an dem Institut, sicherlich auch an dem Leiter des Institutes, Professor Ockenfels, und seiner Gabe, wichtige, schwierige, komplexe, aktuelle politische Themen immer wieder so aufzubereiten, auch im Veranstaltungsformat, dass es eine interessante Veranstaltung mit nicht nur Monolog seitens der Bühne, sondern auch Dialog mit Ihnen gibt. Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse, ich bin alles andere als ein Widerspruchsgeist. Eigentlich bin ich nur ein fröhlicher und friedlicher Rheinländer. Ich habe nur eine Eigenschaft nicht, die habe ich noch nie gehabt, das hängt mehr mit Vater und Mutter als mit der Partei zusammen. Ich kann mich nicht vor das Publikum stellen und kann sagen, meine Damen und Herren, dieses und jenes, das sind meine politischen Überzeugungen. Und sollten Sie damit nicht einverstanden sein, ich habe auch andere. Das kann ich nicht. Ich gehe geradeaus in der Hoffnung auf Zustimmung, aber ab und zu gibt es natürlich auch Kritik. Wobei die ganze Sache etwas kurios ist, denn ich vertrete in allen, ausdrücklich allen politischen Fragen und Feldern nur Meinungen, die früher auch einmal die Überzeugung der CDU waren. Das ist das Problem. Ansonsten bin ich nicht 70, sondern 80%, nicht 90, sondern 100% CDU. Da können Sie sich drauf verlassen. Aber darum geht es heute nicht. Das muss ich nicht betonen. Sie wissen ohnehin, ich komme von den Guten. So, das ist jetzt gesagt. Ich habe den Auftrag so verstanden, dass ich nicht dem nächsten Referenten vorgreifend sofort mich nur mit der Rechtslage und dem Gesetzentwurf beschäftige und seinen Absichten, seinen Intentionen, die zweifellos edel sind, seinen möglichen Risiken und Nebenwirkungen, die durchaus beachtlich sind, sondern dass ich zunächst einmal das Thema in den politischen Kontext stellen soll, nicht in den parteipolitischen, sondern in den gesellschaftspolitischen Kontext. Und das kann ich auch deshalb, weil ich nunmehr seit 45 Jahren politisch unterwegs bin, genau fast auf den Tag genau die Hälfte der Zeit Mitglied des Deutschen Bundestages. Und gerade waren ja die ersten 6 Jahre, das waren noch Zeiten. Der Bundestag in Bonn und ich Heimschläfer war. Jeden Abend konnte ich nach Hause fahren, jeden Morgen dann wieder nach Bonn kommen. Das ist jetzt natürlich seit 17 Jahren, seit dem Umzug nach Berlin nicht mehr möglich. Kann man auch gut erklären, was sich in diesen Zeiten verändert hat. Wenn ich ab und zu Reminiszenzen habe an die gute alte Bonner Zeit, dann nicht wegen der üblichen Passage bei älter werdenden Politikern unter der Überschrift Opa erzählt vom Krieg, sondern weil der rasante Wandel heute so schnell ist, wie er in der Geschichte der Menschheit noch nie war. Ich habe vor einigen Tagen den interessanten Satz gelesen, nie war der Fortschritt so langsam wie heute. Das heißt, das, was uns in Zukunft an Veränderungen erwartet, insbesondere an technologischen Veränderungen, können wir heute vielleicht in groben Umrissen erkennen, aber nicht in der ganzen Tiefe und Breite technischer Entwicklungen. Das ist der Unterschied zu vergangenen Epochen. Wenn Sie vor 1000 Jahren gefragt worden wären, wie wird das Leben in 100 Jahren sein, konnten Sie sagen, im Großen und Ganzen wie heute. Und sie hätten Recht behalten. Das Leben hatte sicherlich den einen oder anderen Fortschritt, die eine oder andere Veränderung, aber fundamentale Veränderungen, nein, hat es damals nicht gegeben. Wenn Sie heute gefragt würden, wie wird das Leben in 20 Jahren sein, ist es schon brandgefährlich, das vorherzusagen. Denn niemand wird in diesem Saal mit einigermaßen Präzision sagen können, welche technischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen es in nur 2 Jahrzehnten geben wird. Man muss ja auch von so einer Veranstaltung was mitnehmen. Deswegen mein Rat, wenn Sie gefragt werden, wie wird die Zukunft sich entwickeln?
Nehmen Sie bloß einen langen Zeitraum. Sagen Sie, in 100 Jahren wird es so und so sein. Das hat zwei Vorteile. Erstens, Sie gelten als ganz großer Denker. Zweitens, in 100 Jahren weiß kein Mensch mehr, was Sie vor 100 Jahren prognostiziert haben. Und damit sind Sie auf der ganz sicheren Seite. Ich möchte das anhand von ganz wenigen Beispielen deutlich machen, weil das, was Professor Ockenfels im Introitus gesagt hat, eigentlich der gesamte Kern dieser Veranstaltung ist. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die technischen Möglichkeiten, die es im Zeitalter der Individualisierung, der Internationalisierung, der Globalisierung, der Digitalisierung gibt, dass diese technischen Möglichkeiten es mit sich bringt, dass das, was wir traditionell mit Hass und Hetze und Lüge bezeichnen, sich weltweit in einer Geschwindigkeit verbreitet, die früher undenkbar war, vielleicht gewünscht, aber technisch überhaupt nicht möglich. Die erste Änderung hatten wir natürlich mit der Einführung oder der Erfindung der Buchdruckerkunst. Der traditionelle Klatsch auf dem Marktplatz war nicht mehr notwendig. Ich konnte jetzt das, was ich verkünden will, und auch damals gab es Hass und Hetze und Fake News, obwohl man es damals nicht so nannte. Früher sagte man Lüge, heute heißt es Fake News, das Ganze nennen wir Fortschritt. Man konnte es auf einmal drucken, man konnte es viel tausendfach unter das Volk bringen. Man hat eine ganz andere Möglichkeit der Verbreitung von richtigen und falschen Nachrichten, als das vor der Erfindung der Buchdruckerkunst bekannt war. In der Zeit danach, durch die industrielle Revolution von Schottland nach England, von England nach Kontinentaleuropa, der Mensch hat sich mit seiner Arbeitskraft dem Takt der Maschinen unterworfen. Wir waren plötzlich in der Lage, dank Maschinenkraft immer mehr Produkte in immer kürzerer Zeit in gleicher Qualität herzustellen. Die Menschen zogen vom Land in die Städte, Fabriken entstanden, Schornsteine wuchsen in den Himmel, die Eisenbahn wurde erfunden, durchflügte das Land. Das Land hat sich sichtbar verändert mit allen sozialen Verwerfungen, die es damals gab. In diesen 250 Jahren hat sich das Leben auf dem Kontinent viel dramatischer verändert als in 25.000 Jahren zuvor. Und jetzt nehmen Sie mal die Dampfmaschine, die Elektrizität, das Telefon, nehmen Sie mal den Verbrennungsmotor, also das Automobil, Flugzeug, Internet. Diese 7, 8 Erfindungen, Entwicklungen haben das Leben auf dieser Erde mehr verändert als 1000 andere Erfindungen, die es davor gegeben hat. Dann gab es nicht nur die Buchdruckerkunst, dann gab es plötzlich das Telefon. Es gab nicht mehr den persönlichen Dialog für das Gespräch zu zweit, der notwendig war. Man konnte über lange Entfernung miteinander kommunizieren. Man mutige nach vorne. Was glauben Sie? Mutig sein. Wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen ein Festnetztelefon hatten? Muss ich für die Jüngeren erklären. Das waren so mit einer Schnur. Wenn ich das heute meinen Kindern sagen würde, würden sie sagen, Papa, die Schnur war wahrscheinlich die Ladestation. Nein, das war das Telefon. Was meinen Sie, bis 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde ein Telefon hat? 120 Jahre hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen auf der Erde ein Festnetztelefon hatten. Wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen ein Mobiltelefon hatten? 22 Jahre. Und als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, gab es noch kein einziges Smartphone. So hat sich das verändert. Wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, wir haben 110 Millionen Handyverträge. Und prüfen Sie sich selber, mutige nach vorne. Wie oft greift der Deutsche im Durchschnitt am Tag zu seinem Mobiltelefon? Im Schnitt über 80 Mal pro Tag. Über 80 Mal pro Tag. In der Mehrzahl der Fälle, obwohl es hierzu gar keinen Anlass gibt. Kein Piepton, weil eine Nachricht eingegangen ist. Es klingelt nicht, weil niemand angerufen hat. Man greift zum Smartphone in der Erwartung, dass sich irgendetwas getan haben müsste. Das ist eine Veränderung, die unser Leben erst an den Anfang dieser Veränderungen im Zuge der Digitalisierung stellt. Das heißt,
Das, was wir jetzt erleben als Innovation, das Internet gibt es erst seit Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wird immer neue Angebote, immer neue Dienstleistungen für jedermann mit sich bringen. Und damit auch immer neue Möglichkeiten, Nachrichten, falsche Nachrichten, wahre Nachrichten zu verbreiten, und zwar an einen weltweiten Empfängerkreis. Was bedeutet das gesellschaftspolitisch? Es findet eine, wenn Sie so wollen, Entkörperlichung statt. Es ist nicht mehr der persönliche Kontakt, der Kommunikation untereinander. Denn wenn wir, ist ja heute 95% der Post, die wir bekommen, ist ja elektronische Post. Der Brief ist ja schon die Aufnahme. Also ich bekomme gut 10.000 Zuschriften pro Jahr. Ich nehme mich jetzt nicht wichtiger, als ich bin, aber das ist schon eine ganze Menge. Aber da sind vielleicht einige hundert Briefe darunter, mehr nicht. Wir machen ja ehrfürchtig jeden Brief auf, weil es eher die Ausnahme ist. Die Masse ist ja elektronische Post. Und dann haben Sie den Absender, der seinen Namen angibt, wenn Sie Glück haben, sogar mit Anschrift. Wenn Sie ganz viel Glück haben, stimmt, beides, Name und Anschrift. Oder einige teilen nur noch den Namen mit. Oder anders kommunizieren unter Dagobert 24 und da können Sie davon ausgehen, dass der nicht Dagobert mit Vorname und 24 mit Nachname heißt, sondern dass er ganz bewusst aus dem Anonymen heraus agiert. Und was ich jetzt sage, das weiß ich selber, das kann ich nicht beweisen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Dennoch, wer so aus der Anonymität heraus kommuniziert, der verlässt eher mitteleuropäische Umgangsformen als derjenige, der seinen Namen und seine Adresse richtigerweise nennt. Es hat dazu einmal ein schönes Experiment in einer Schulklasse, ich glaube, es war in der Stadt Essen gegeben, als ein Lehrer einen Chatverlauf verteilt hat, in gedruckter Form, und hat dann die Schülerinnen und Schüler gebeten, das zu lesen. Und sie kicherten. Da waren wohl Vokabeln drin, von denen gehe ich mal davon aus, Bonn, Hotel, Professor Ockenfels, die allermeisten gar nicht wissen, dass es diese Vokabeln gibt. Sie haben sie alle gelesen. Und dann wurden zwei Schüler nach vorne gebeten, die sich wechselseitig diesen Chatverlauf vorlesen sollten. Und das konnten sie nicht. Da haben sie sich plötzlich geschämt. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man sich solche Unfreundlichkeiten oder Gemeinheiten vis-à-vis sagt. Es ist ein großer Unterschied, ob man zu zweit ist und 200 oder 300 in diesem Saal hier zuhören. Dann nimmt man sich schon ganz anders in die Selbstkontrolle, oder ob man über eine lange Entfernung hinweg miteinander kommuniziert. Und man geht mit Sicherheit davon aus, der kann ja gar nicht wissen, wer ich bin. Dann tut man sich leichter damit, mitteleuropäische Umgangsformen ad acta zu legen. Das ist eine Veränderung, die gar nicht so sensationell ist, aber das ist wichtig zu wissen zur Beantwortung der Frage, wie haben sich denn die Umgangsformen in der Gesellschaft, auch im Verhältnis Gesellschaft-Politik, geändert? Nächstes Kapitel. Was verändert sich in der Gesellschaft und warum ist das Thema, über das wir heute nicht nur zu Ihnen sprechen, sondern mit Ihnen diskutieren möchten, von so großer, von so aktueller Bedeutung losgelöst von dem Text des Gesetzentwurfs. Als ich Anfang der 70er Jahre politisch aktiv geworden bin, hatten die beiden großen Volksparteien eine Bindungswirkung von gut 90%. Sicherlich noch der ein oder andere im Saal, der sich an die berühmte Willi-Wahl erinnern kann. Ich glaube, es war der 19. November, jedenfalls 1972, mit einer Wahlbeteiligung von über 90%. Und weil es mein erster Bundestagswahlkampf ist, habe ich ihn noch gut in Erinnerung. Es war ein hammerharter Wahlkampf mit bösen Auseinandersetzungen, teilweise mit Handgreiflichkeiten an den Ständen. Einen solchen Wahlkampf hat es danach nicht mehr gegeben. Ich erwähne das nur deshalb, weil ja viele sagen, früher war alles besser und alles anders und die Umgangsformen und die Parlamentsdebatten waren alle höflicher und freundlicher. Nein. Früher ging es sowohl bei Wahlkämpfen als auch bei Plenardebatten im Deutschen Bundestag oftmals wesentlich emotionaler, auch härter zur Sache als heute. Das ist so. Heute haben die beiden großen Volksparteien nach den aktuellen Umfragen eine Bindungswirkung von gut 60, 65%.
Das heißt, die Ausdifferenzierung oder Fragmentierung, die wir in der Gesellschaft finden, bildet sich ab im Parteienspektrum unseres Landes. Das können Sie auch daran erkennen, dass Stand heute nach allen Umfragen 7 Parteien eine realistische Chance haben, dem nächsten Deutschen Bundestag anzugehören. Dann hätten wir 7 Parteien und 6 Fraktionen im Deutschen Bundestag, weil ja CDU und CSU wieder eine Fraktionsgemeinschaft bilden werden. Und wenn der parteipolitische Wettbewerb größer wird, dann wird auch die Sprache etwas härter, weil natürlich jeder um die Wählerinnen und Wähler ringt. In Wahlkämpfen traditionell, das muss man jetzt nicht besonders ernst nehmen. Man muss ja immer aufpassen, dass man der politischen Konkurrenz keine allzu großen verbalen Blessuren zufügt, denn es ist gut möglich, dass man ein paar Wochen nach der Wahl genau mit dieser Konkurrenz wieder 4 Jahre in einer Koalition zusammenarbeiten muss. Und in dieser Zeit, also in der Rückschau von 45 Jahren nach meinen Erfahrungen, hat sich etwas im Verhältnis von Bürgern zur Politik verändert, was ich sehr bedauere, weil keine Staatsform mehr lebt vom Mitmachen aller als die Demokratie. Es gibt keine zweite Staatsform, die so sehr darauf angewiesen ist, dass möglichst alle Menschen sich in ihr engagieren, wie die Demokratie. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in einer Partei? 2,8, gut geschätzt, 2,8%. 2,8%. Wenn Sie sich für Politik nicht interessieren würden, wären Sie heute nicht hier. Viele im Lande, Millionen, sind politisch interessiert, sind politisch informiert, kämen aber nicht auf den Gedanken, sich in einer Partei politisch zu engagieren. Das ist so. Das war früher anders. Das ist bedauerlich. Das zeigt, wie groß die Entfernung zwischen Wählern und Gewählten in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden ist. Ich halte den viel zitierten Begriff von der Politikverdrossenheit für nicht präzise. Wenn Sie politikverdrossen wären, würden Sie jetzt was anderes machen. Die Menschen sind heute genauso politisch interessiert wie in der Vergangenheit auch. Aber es gibt ein hohes Maß an Parteienverdrossenheit. Das stimmt. Es gibt ein hohes Maß an Politikerverdrossenheit. Das stimmt auch. Da müssen sich die Parteien fragen, warum diese Entwicklung so ist. Das kann natürlich auch an Klassikern liegen, die Sie alle kennen. Zum Beispiel gibt es ja den Satz, politisch Lied, ein garstig Lied. Kennen Sie, das ist Goethe, Faust, erster Teil. Also ist jetzt nicht alles von Goethe, aber das ist tatsächlich von Goethe. Und dann gibt es den Satz, Politik verdirbt den Charakter. Das ist nicht von Goethe, das ist großer Blödsinn. Politik verdirbt nicht den Charakter, aber es gibt Charaktere, die die Politik verderben. Das stimmt, aber Politik verdirbt jetzt nicht per se den Charakter. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen sagen, ich interessiere mich für Politik. Ich leide aber auch an und mit der Politik. Aber ich möchte mich nicht in einer Partei engagieren. Das heißt, das, was Sie an Kritik, Anregungen, Bedenken haben, Klammer auf, gelegentlich sogar Lob, Klammer zu, äußert sich dann natürlich gegenüber Politikern und Parteien. Und wenn Sie dann lesen oder hören, alles wird immer schlimmer, dahinter mache ich erst einmal ein Fragezeichen. Ich glaube, da habe ich ein gutes Gespür, ohne dass ich jetzt jede einzelne Zuschrift genau katalogisiert habe. Der weit überwiegende Teil der Zuschriften, die mich erreichen, also gut 10.000, bloß noch einige tausend Einladungen zu Veranstaltungen aller Art, hat mit Hass und Hetze überhaupt nichts zu tun. Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, alles, was jetzt auf dem Markt ist und an Kritik gegenüber der Politik geäußert wird, ist mal potenziell Hass und Hetze. Man muss schon unterscheiden zwischen der Kritik, die geäußert wird, sei sie begründet, sei sie unbegründet, das ist ein anderes Kapitel, der Wortwahl und dem Anliegen. Weit über 90% aller Zuschriften, die kritisch sind, würde ich niemals in dieser Richtung kategorisieren. Gestern stand in einem Brief, da ging es um, das ist ein häufiges Thema, jedenfalls bei den Zuschriften, die mich erreichen. In den letzten 2 Jahren waren es 90% Thema Zuwanderung, Migration und Islam, Islamismus. Stand dann als Fazit, die Welt brennt. Ist das jetzt Fake News?
Ein Blick aus dem Fenster sagt uns, dass die Welt nicht brennt. Ich käme nicht auf die Idee zu sagen, das ist jetzt Vortäuschung einer falschen Tatsache, das ist jetzt Lüge, sondern es ist die Zusammenfassung gebündelt in der Sorge, das war die Sorge, die in dem Brief, der ansonsten sehr sachlich zum Ausdruck war, dass durch die starke Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen sich in der Folge die gesellschaftlichen Verhältnisse auch in Deutschland dramatisch ändern könnten, und zwar in kürzester Zeit. Die Welt brennt nicht, aber ich weiß, was die Absenderin gemeint hat. Nehmen wir uns vielleicht 3-4% vor. Mehr sind es nicht. Da muss ich allerdings sagen, die Zuschriften, die früher herb waren, sind heute noch herber. Über lange, lange Jahre habe ich wirklich gedacht, also das geht zwar gar nicht, aber das alles im Preis mit inbegriffen. Das wird abgegolten mit den Abgeordneten-Diäten. Seit einigen Jahren bin ich dieser Auffassung nicht mehr, und dann wird auch Strafanzeige erstattet. Und dann kommt es zu einem Phänomen, das können Sie sich schon denken. Fast alle schreiben dann zurück, tut mir leid, war ganz schlecht drauf und habe mich geärgert. Ich nehme das alles wieder zurück, behaupte das Gegenteil und sage, ist auch erledigt. Wenn das dann zum dritten Mal passiert, sage ich so, jetzt nehme ich die Strafanzeige nicht zurück, jetzt muss auch die Justiz reagieren. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht von Beleidigungen, die einem mal so über die Lippen gehen, sondern wir sprechen hier von Beleidigungen, übler Nachrede, die unter keinem Gesichtspunkt erklärbar oder entschuldbar ist. Aber es ist eine kleine Minderheit. Davon wiederum zu unterscheiden ist die klassische Falschmeldung, über die man sich empört. Das hat auch zugenommen. Immer aber im Kontext mit, wenn man so zurückschreibt, woher haben Sie diese Information? Kommt sehr häufig, war früher auch so, der Klassiker. Habe ich in der Zeitung gelesen. Was in der Zeitung steht, muss richtig sein. Warum muss es richtig sein? Weil es ja sonst hier in der Zeitung gestanden hätte. Das ist natürlich ein Zirkelschluss. Dieser Zirkelschluss potenziert sich heute, hat im Netz gestanden. Und wenn es da steht, muss es ja auch stimmen. Warum? Ja, weil es von Tausenden geteilt worden ist. Es würden ja nicht so viele teilen oder so viele den Daumen hochdrücken, wenn es nicht stimmen würde. Auch dieser Schluss ist natürlich nicht richtig, denn wie viele sich dahinter stellen oder wie viele das gut finden, sagt über den Wahrheitsgehalt einer Nachricht in Anführungszeichen überhaupt nichts aus. Das ist nun wirklich eine große Aufgabe von uns, wenn wir ja antworten sollen, zu recherchieren, stimmt es oder stimmt es nicht. Und in den USA gab es mal eine Untersuchung, dass 80% der jungen Leute nicht mehr in der Lage sind, klar zu unterscheiden zwischen seriös recherchierten, aufbereiteten Meldungen und klassischen Fake News. Ist jetzt ein bisschen schlicht, was ich sage, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Wenn ich weiß, es ist ein Artikel von Hans Leindecker, wir kennen uns seit Jahrzehnten, er wohnt in meinem Wahlkreis, ich weiß, wie er recherchiert, bevor er etwas schreibt. Dann gehe ich mal zunächst davon aus, wie Juristen würden sagen, eine widerlegbare Vermutung, da gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. Und dann lesen Sie wilde Nachrichten, natürlich immer garniert mit dem Satz, was tut die Politik dagegen? Was hat die Politik dagegen getan? Warum tut die Politik nichts dagegen? Wieso nehmt ihr das hin? Dann bekommen Sie zum Beispiel einen Sachverhalt serviert, der stimmt. Nur er ist schon vor 20 Jahren passiert. Aber wenn Sie die Meldung lesen, glauben Sie, es wäre gestern passiert, ein ganz aktuelles Thema. Ist das jetzt Fake News? Ja oder nein? Ein Beispiel, was mir mal passiert ist, ich persönlich kann mich gar nicht beklagen, im Großen und Ganzen ein entspanntes Verhältnis zu den Medien, habe ich selber mal erlebt, als ich konfrontiert worden bin mit einem wahren Zitat. Das Zitat ist wahr, aber so aus dem Zusammenhang gerissen, dass ein völlig falscher Eindruck entsteht. Das ist ja eigentlich die wichtigste Disziplin von uns Politikern. Wir müssen bei Interviews die Sätze so formulieren, dass jeder Satz für sich selber stehen kann. Denn ich weiß genau, wenn ich ein Interview für die Tagesschau gebe, 5 Fragen, davon wird eine Antwort gesendet und der erste und der dritte Satz werden weggeschnitten. Dann muss dieser Satz in der Mitte noch Sinn machen. Er muss inhaltlich richtig sein und er muss Sinn machen. So werde ich in einem Buch zitiert mit dem Satz, kein Bürger hat das Recht, unbeobachtet durch die Fußgängerzone zu gehen.
Wenn Sie diesen Satz lesen, assoziieren Sie sofort Videoüberwachung. Darum ging es auch, nur in einem anderen Zusammenhang. Ich habe mal ein Radiointerview gegeben, was eröffnet wurde durch den Moderator mit der Feststellung, ich habe ja wohl ein Recht, unbeachtet über die Fußgängerzone zu gehen. Daraufhin habe ich gesagt, dieses Recht hätten Sie nicht, ich habe dieses Recht auch nicht, denn wenn ich durch die Fußgängerzone in Bergisch Gladbach gehe, sehen mich andere Leute. Und ich kann denen doch nicht verbieten, dass sie zeitgleich mit mir durch die Fußgängerzone gehen. Völlig anders ist die Frage der Videobeobachtung. Ja, das kam aber alles in dem Buch nicht vor. Das heißt, es war nicht angreifbar, weil der Satz ja gefallen war. Es war nur in einem völlig falschen Kontext. So ist es unglaublich schwierig zu sagen, ist es eine richtige Meldung oder ist es eine falsche Meldung. Davon zu unterscheiden ist wiederum das, was wir klassischerweise unter Hass verstehen, das Hetzen. Das ist auch eine Wertungsfrage. Und davon wiederum zu unterscheiden ist das klassische Thema Lüge ohne gesellschaftliche Relevanz. Es klingt jetzt etwas schräg und für alle, die mitschreiben oder jetzt aufzeichnen, muss ich es jetzt erklären mit der Bitte, es im Gesamtzusammenhang zu bringen. Eigentlich, grundsätzlich, ist die Lüge straflos. Straflos. Wenn ich behaupten würde, ich bin gestern die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen. Gut, ein Teil wird jetzt denken, kann sein. Nein, ist nicht so. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin gestern die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen, es wäre eine Lüge. Aber sie wäre rechtlich folgenlos. Wäre rechtlich folgenlos. Wenn Sie so wollen, hätte ich mich selbst belogen. Es wäre auch ohne gesellschaftliche Relevanz. Davon zu unterscheiden ist die Beleidigung. Das ist die Missachtung anderer. Das ist ein völlig anderer Vorgang. Wobei es da noch, glauben Sie mir, die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Die Geschichte ist so schön in Anführungszeichen, die muss ich Ihnen kurz erzählen, wie man auch da in Schwierigkeiten kommen kann. Ich sitze, ich glaube, sowas gibt es nur in Köln. Ich sitze in Köln in einem Lokal am Dom, am Fenster, hatte Gott sei Dank meinen Wagen im Parkhaus abgestellt. Draußen ging eine Politesse-Streife und da waren Wagen so mit zwei Rädern am Bürgersteig und zwei Räder auf der Fahrbahn. Und sie schrieb und schrieb und schrieb. Ein junger Mann am Nachbartisch steht auf, geht raus und beschimpft die Politesse wirklich auf das Übelste. Er kommt wieder rein, setzt sich hin und sagt zu seinem Nachbarn, boah, wird der einen Ärger bekommen. Wir alle haben doch gedacht, es wäre sein Auto gewesen. Das war überhaupt nicht sein Auto. Der hatte mit dem Auto überhaupt nichts zu tun. Aber selbstverständlich wird die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes messerscharf geschlossen haben, das wird der Halter dieses Autos gewesen sein. Und wahrscheinlich hat sie auch Strafanzeige erstattet. Und der Halter dieses Autos wird gesagt haben, ja, was habe ich denn damit zu tun? Die Politesse wird sagen, das habe ich mir gedacht, dass er das sagt. Jetzt versuchen Sie mal, diesen einen Vorgang in eine strafrechtliche Norm zu pressen. Hätte er den Bußgeldzettel eines Autos, das schon verwarnt worden war, an seine Windschutzscheibe geklemmt, mit der Hoffnung, dass die Politesse weitergeht, dann hätten wir einen Fall, denn das wäre Urkundenfälschung, weil Knöllchen und Scheibenwischer eine zusammengesetzte Urkunde sind. Aber was hat er gemacht? Davon zu unterscheiden ist dann wiederum die Verleumdung, wenn Sie wieder besseres Wissens Tatsachen behaupten, die geeignet sind, jemanden verächtlich zu machen. Das heißt, durch alle rechtlichen Bemühungen, die wir jetzt in dem Gesetzentwurf liegen haben, soll nicht neues Strafrecht geschaffen werden. Es gibt keine neue Strafrechtsnorm. Und das, was im realen Leben strafbar ist, ist im Netz natürlich auch strafbar. Sie können weder im Netz straflos beleidigen, noch im realen Leben. Aber es soll ein neues Recht geschaffen werden. Weil das, was wir unter Fake News verstehen, also Lügen mit gesellschaftlicher oder politischer Relevanz, die Stimmungen beeinflussen sollen, weil das natürlich eine andere Wirkung hat als die Lüge, die ich gerade beschrieben habe, bin die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen, ohne jede gesellschaftliche oder politische Relevanz. Wenn aber durch Lügen, Hass und Hetze
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beeinflusst werden kann, dann hat das natürlich eine gesellschaftliche und politische Relevanz. Also bleibt die Frage, wie reagieren Staat und Gesellschaft darauf? Die Intention des Gesetzentwurfs ist zweifellos edel. Da habe ich keine Zweifel, dass der Bundesjustizminister gut meint. Es gibt allerdings auch zwei Probleme und damit möchte ich schließen. Und diese beiden Probleme bitte ich Sie sehr herzlich nicht zu unterschätzen. Das erste Problem. Es soll der Herr Inhalt gelöscht werden, wenn er offensichtlich rechtswidrig ist. Was ist aber offensichtlich? Wie oft sagen wir im Umgang, in der Umgangssprache, das ist ja wohl klar. Und diesen Satz benutzen wir meistens, wenn etwas nicht klar ist. Das erinnert mich an meine Referendarausbildung. Da hat mal ein Anwaltskollege zu mir gesagt, an dieser Stelle müssen Sie vor Gericht ganz laut werden. Da habe ich gesagt, warum? Da sagt er, da haben wir ganz schlechte Argumente. Ja, das durch die Betonung und die Verstärkung soll Unsicherheit kaschiert werden. Das ist ja wohl offensichtlich. Und das sage ich mal jemand, der seit 27 Jahren anwaltlich arbeitet. Die wenigsten Dinge sind offensichtlich, sondern vieles ist umstritten. Und ob etwas rechtswidrig ist, darüber können sich ganze juristische Bataillone streiten. Und klassischerweise übertragen wir ja die Verantwortung für die Beantwortung der Frage, ist ein Inhalt rechtswidrig, strafrechtlich relevant oder nicht, unabhängigen Gerichten und nicht Mitarbeiter bei Facebook oder Mitarbeiter bei YouTube oder Twitter. Das ist das Problem. Es gibt Prozesse, Beleidigungsprozesse, die sich über Jahre hinziehen. Der Klassiker, der dürfte jetzt ein paar Jahre bei Gericht sein, ist der Rechtsstreit Volker Beck gegen Markus Beisicht von ProNRW. Der ist über alle Instanzen gegangen bis zum Bundesverfassungsgericht. Aber das Verfassungsgericht entscheidet natürlich nicht in der Sache selber, sondern es hat zurückverwiesen an das Landgericht Köln. Also dieser Rechtsstreit ist bestimmt seit 3 oder 4 Jahren rechtshängig. Geht es nur um die Beantwortung der Frage, Recht auf freie Meinungsäußerung oder strafbare Beleidigung? Und das soll jetzt plötzlich innerhalb von wenigen Tagen entschieden werden. Die Besorgnis, die ich habe bei diesem Gesetzentwurf, ohne Kritik am Bundesjustizminister und ohne Kritik an der Intention des Gesetzentwurfs, wenn Facebook und Co. auf der sicheren Seite sein wollen, nicht mit Bußgeld rechnen wollen, dann werden sie löschen. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Denn Sanktionen in Form von Bußgeldern drohen, wenn ich strafbare Inhalte nicht lösche. Aber sie drohen nicht, wenn ich etwas lösche, was nach Meinung von Juristen strafrechtlich irrelevant ist. Und das fällt dann in die Kategorie Meinungsfreiheit. Deswegen ist das Thema und die Fragestellung des heutigen Nachmittags so aktuell. Ich wette, wenn wir hier eine Umfrage machen würden oder würden den Text verteilen des berühmten Böhmermann-Gedichtes, mit dem Herr Erdogan nicht so richtig glücklich war mit diesem Gedicht. Sie lesen den Text und Sie sagen, er geht ja gar nicht. Sie stellen diesen Text in den Kontext der Sendung. Ich habe mir erst die Sendung angesehen, also hinterher, um die Frage zu beurteilen, ist das strafrechtlich relevant oder nicht. Wenn Sie es aber in den Kontext stellen, dann können Sie sehr gut zu dem Ergebnis kommen, das ist nicht Beleidigung, das ist Satire, das ist Ironie. Also jeder, der mal eine Karnevalssitzung besucht hat, der weiß, da treten Redner auf, die sagen, ja, sauberer Karneval, also ich würde zum Beispiel nie einen Witz erzählen, in dem Folgendes vorkommt. Und schon hat er ihn erzählt, ist aber auf der sicheren Seite. So, wenn Sie das mit dem Kontext machen des Böhmermann-Gedichts in der Mediensprache mit der Anmoderation, da werden Sie genügend Juristen finden, die sagen, also das ist vom Recht auf freie Meinungsäußerung, von mir aus auch von Kunstfreiheit gedeckt. Das macht die Sache so kompliziert. Schlussbemerkung, vielleicht kann man auch einmal die gesellschaftspolitische Debatte und die rechtliche Debatte, die wir ja auch führen müssen im Deutschen Bundestag, es handelt sich ja um einen Gesetzentwurf, mal etwas trennen von der Frage, warum werden eigentlich die Umgangsformen immer rustikaler untereinander? Und das ist tatsächlich so. Hat jetzt gar nichts mit Politik zu tun. Im Grunde fängt alles zu Hause an.
Wir sollen mal nicht unterschätzen, welche Bedeutung auch an dieser Stelle Erziehung hat. Zum Beispiel für die Prävention, für die klassische Präventionsarbeit, Verhinderung, Verhütung von Straftaten. Die beste Präventionsmethode ist immer noch die Erziehung zu Gewaltlosigkeit und Toleranz. Wenn es daran fehlt, hat der junge Mensch im Leben Schwierigkeiten. Und wie oft haben die Eltern zugegeben, mir mehr als meiner Schwester gesagt, das tut man nicht. Das heißt nicht, es ist bei Strafe verboten, sondern lass es sein, das tut man nicht. Und ich glaube, wenn wir auf diesen Gedanken zurückkommen, wir sollten uns so verhalten im Leben, auch in der politischen Diskussion. Wir sollen so mit anderen umgehen, wie wir möchten, dass mit uns umgegangen wird. Dann brauchen wir vielleicht auch an dieser Stelle weniger Paragraphen. Danke fürs Zuhören.